Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, in dieser Folge werden wir unseren kleinen Jagdtrip ein bisschen weiter fortsetzen. Und wenn wir mal auf die Karte schauen, da haben wir hier rechts noch ein kleines, nein, was heißt rechts, im Osten, dieses kleine Waldgebiet, wo wir jetzt am Anfang davon stehen. Und das würde ich mir gerne anschauen und mal gucken, was wir so da noch an Erfahrung sammeln können. Zum Beispiel von diesen kleinen Scavengern, die hier ganz friedlich unter dem Baum grasen. Naja, grasen kann man es wahrscheinlich nicht bezeichnen. Das sieht nicht nach Gras aus hier. Vor allem unter dem Baum ist das auch eher unwahrscheinlich. Da liegt eher ein bisschen Laub rum. Naja, kann man nicht so ganz erkennen, was diese Textur darstellen soll. Vielleicht ist es auch einfach ein sehr moosiger Boden. Egal. Jedenfalls leben die Scavenger eh nicht mehr. So. Guckt euch das mal an, was hier alles rumkreucht und fleucht. Was hier alles an Erfahrungen rumläuft. Und Gott sei Dank sind keine Mole Rats in der Nähe. Sonst wären die Wölfe wahrscheinlich schon längst auf die losgegangen. Also, und ich hab's auch gehört, der Scavenger war auch gerade aggressiv auf mich. Ah. Schien ihn aber doch nicht mehr zu kümmern. So, jetzt trotzdem, komm mal her hier. Danke. Du natürlich auch noch. Ist da gerade eine Blutfliege vorbeigeflogen? Oder war das nur ein Blatt? Egal. Was war das für ein Geräusch? Das klang sehr seltsam. Wie auch immer. Jetzt können wir hier alles in Ruhe ausnehmen. Das war irgendwie ein sehr, sehr schnelles Gemetzel. Wenn ich bedenke, wie viele Probleme ich am Anfang noch mit Wölfen hatte, da war es schon wieder dieses komische Geräusch. Das klingt, als wäre irgendwie eine Sounddatei so ein bisschen kaputt. Immer wenn dieser Vogel schreit. Äußerst mysteriös. Naja, solange es keine weiteren bösen Effekte hat und der Rest des Sounds in Ordnung ist. Vielleicht ist dieser Wald auch einfach verflucht. Heimgesucht von Geistern der Scavenger-Vorfahren. Und die suchen jetzt so langsam das Spielheim. Wer weiß, wer weiß. Tja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es einfach tatsächlich irgendwo gerade irgendwas kaputt oder verträgt sich nicht so richtig mit der Aufnahme. Ich glaube, hier unten sollte ich ein bisschen aufpassen. Denn soweit ich mich erinnere, hier unten am Strand sind Snapper unterwegs. Snapper waren? Nee, nicht Snapper. Snapper? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Auf jeden Fall irgendwelche Viecher, mit denen ich mich jetzt noch nicht anlegen möchte. Können wir gleich mal einen Blick dahin werfen. Ich meine, wir haben ja auch auf der Karte gesehen, dass es sich hier... Ja, wir sind gerade eher in so einem kleinen Gebiet auf der westlichen Seite des Flusses. Das heißt, hier werden wir relativ schnell durch sein. Genau, da unten sind sie. Wie heißt ihr? Doch, Snapper. Hatte ich richtig in Erinnerung. Ja, manchmal weiß ich ja nicht so genau Bescheid. Also von denen möchte ich mich fernhalten. Da hinten ist eine Ruine. Seht ihr das? Tja. Aber da werden wir jetzt noch nicht hingehen. Da ist es ein bisschen zu gefährlich. Aber wir werden sicherlich noch stärker werden. Deswegen alles kein Problem. Schauen wir uns erstmal hier den Rest an. Ich würde sagen, Scavenger, die können wir erledigen. Die sind nicht zu nah an den Snappern dran. Vielleicht kriegen wir in dieser Folge sogar noch ein Level up, wenn ich mir angucke, wie viele Blutfliegen da vorne noch rumfliegen und wie viele hier hinter uns noch sind. Wie viel brauchen wir denn da überhaupt noch? Wir haben gleich ein Level up. Das sind noch 670 XP. 570. Rechnen sollte man auch können. Ja, ja. Jetzt kriegen wir alleine durch die Blutfliegen, die ja hinter uns sind, noch zusammen. Und dann kriegen wir wieder Lernpunkte. Dann kann ich ein bisschen was in Mana investieren. Oder ich spare mir die Lernpunkte auf, um dann direkt noch den vierten Kreis der Magie zu lernen. Sofern ich den denn lernen kann. Das weiß ich gerade nicht genau. Ich glaube schon. Das müsste ich ja eigentlich in der letzten Folge gesehen haben, aber die letzte Aufnahme ist schon wieder viel zu lange her. Es ist eigentlich fast schon langweilig, dass wir jetzt hier so durchrennen können und einfach fast alles mit einem Schlag zu Boden geht. Ich dachte, da wäre noch ein Pilz gewesen. Nun gut. Oh, ich glaube, hier muss ich aber ein bisschen aufpassen. Da vorne bei dieser Höhle, das sieht aus, als könnte da
etwas drin lauern, dem ich noch nicht über den Weg laufen möchte. Wobei, hier sind Morats davor, das wird schon passen. Und es ist gar keine Höhle, es ist eher so eine Kuhle. Auch interessant. Ach ja, schaut euch das nur an. Und irgendwie habe ich gar kein Level Up bekommen. Habe ich mich vertan, was die Erfahrung angeht? Ich glaube, es waren einfach nicht genug Blutfliegen. Ich habe die Zahl irgendwie höher in Erinnerung gehabt. Oder höher geschätzt, wie auch immer. So, hier haben wir einen schönen Blick auf das alte Lager. Und man sieht sogar da hinten an der Burg spiegelt sich, oder naja, es spiegelt sich nicht, aber man sieht den Widerschein des Feuers. Das finde ich schön, das ist ein nettes Detail. Ja, ich bräuchte irgendwie noch irgendwas, was mir noch ein bisschen mehr Stärke gibt, damit ich die Wölfe auch in einem Schlag erlegen kann. Na, komm. Und eine Stufe, jawohl. Wobei, vielleicht wäre es auch echt sinnvoller, wenn ich erstmal Lernpunkte in Mana investiere. Aber solange wir noch keine richtig guten Sprüche... Also gut, wir haben jetzt den Feuerball. Das ist ja schon in Ordnung. Aber solange wir noch so keine richtig awesome Sprüche haben, lohnt sich das auch nicht so wirklich. Das ist viel effizienter, mit dem Schwert vorzugehen. Ach ja, die Leiden eines frisch gebackenen Magiers. Noch Scavenger. Ja, schauen wir gerade hier noch diesen Bereich an. Da vorne waren wir ja schon, aber ich denke, hier ist auch nichts Neues. Ah, sieht nicht so aus. Ich möchte mir noch eben da die Ruine anschauen. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt drin waren. Also, Ruine, diese Holzhütte, die hier irgendwie abgerissen wurde. Sieht ja auch ein bisschen aus wie die Holzhütten, die im äußeren Ring des alten Lagers untergebracht sind. Okay, das habe ich schon ausgenommen. Wie viele Dietriche habe ich eigentlich dabei? 14. Das reicht erstmal für ein bisschen was. Dann können wir auch Iberion, die Truhen, mal ein bisschen ausnehmen. Das konnte ich aber beim letzten Mal nicht machen, weil ich da nicht genug Dietriche dabei hatte. Genau, ich hatte auch nicht genug Lernpunkte dabei, denn um jede Kiste zu öffnen, braucht man einen Lernpunkt, ja. Ich glaube, dann würde ich in diesem Spiel keine Kisten aufmachen. Also gut, man braucht ja insofern Lernpunkte, da man erstmal das Schlösser öffnen lernen muss. Wobei, man kann ja sogar, ohne es gelernt zu haben, Schlösser aufmachen. Man hat bloß halt eine 90%ige Chance, dass der Dietrich jedes Mal kaputt geht, wenn man eine falsche Bewegung macht. So, ich weiß, dass ich hier ein bisschen vorsichtiger sein muss. Ich gehe mal eben gucken, ob ich die Kreatur finde, vor der ich so viel Angst habe. Damit ich euch einmal zeige, womit wir es da zu tun haben. Ist hier unten in der Höhle? Ich glaube, ist hier oben irgendwo. Genau, da haben wir es doch. Seht ihr das? Dieses Viech da. Nicht die Blutfliege, ein Schattenläufer. Ich werde mal versuchen, gegen den Zug anzutreten. Na, nimm den Feuerball, nimm den Feuerball. Jetzt werde ich von den Morats angegriffen, ist klar. Aber nicht Glück. Oh. Ah, ich muss hier weg. Ihr seht, das macht schon ordentlich Schaden. Und ich bin tot. Ich habe zwar ein paar Mal zugehauen, aber ich glaube, ich selbst habe dem Schattenläufer überhaupt keinen Schaden gemacht. Ja, und die Wolfsmeute ist direkt hinter den Morats her. Ach, ich finde das schön. Dass die Welt so ein bisschen organisch ist. Aber nun gut. Ja, mit Schattenläufern werden wir es noch einige Zeit lang nicht aufnehmen können. Aber wir haben ja noch anderes Viechzeug, das wir alles erledigen können. Wir jagen jetzt die gesamten Wälder leer und sorgen dafür, dass die Kolonie komplett eingeht, weil wir das komplette Ökosystem hier unter der Kuppel zerstören. Ein Mann kam und hat die Geschichte der Kolonie beendet, indem er einfach sämtliche Jagdgründe leer gejagt hat. Wobei, ich meine, wow, ja, da geht schon die Kolonie kaputt. Das Problem ist, das Problem ist, dass ich auch die Viecher nicht mehr gesehen habe. Ja, ich weiß, ich komme schon wieder nah. Oh Gott, ist das Spiel kaputt hier. Ja, der Schattenläufer
hat gerade die Morads da erledigt und ich glaube, die überlasse ich ihm auch. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich hier die erledigen kann, bevor er sie jagen geht. Na gut. Also um das Fleisch hätte ich ihm nicht streitig machen. Mir ging es ja eher um die Erfahrung, aber... Oh meine Güte, was ist denn jetzt hier kaputt? Das geht ja mal überhaupt nicht klar. Ich glaube, um diese Höhle hier werde ich auch erstmal einen Bogen machen. Ich bin mir nicht sicher, ob da überhaupt etwas drin ist, aber das sieht ein bisschen so aus, als wäre das irgendwie ein Lager vom Schattenläufer. Ja, dabei sind Schattenläufer eigentlich eher nachtaktiv, also tagsüber trifft man sie öfter auch mal schlafend an. Kann man sich an sie ranschleichen. Aber jetzt gerade war er einfach gestört, wahrscheinlich von den ganzen Morads, die da rumliefen. Deswegen hat er uns auch gejagt. Oder wir waren einfach zu laut und sind durch die Gegend getrampelt. Ich meine, wir sind ja ein Magier, kein Jäger oder so. Magier müssen ja nicht grazil und agil sein. Zumindest wenn man dem Klischee glaubt, dann ist das ja eher so ein alter zerbrechlicher Mann. Am besten noch zerstreut, wie so ein Professor. Und der auf seine Umgebung gar nicht wirklich Acht gibt, sondern einfach nur in seine Experimente und die Magie vertieft ist. Tja. Oh, da hinten ist er. Seht ihr ihn? Was für ein böses Tier. So. Ja, ich glaube, einen weiteren Level werden wir nicht mehr kriegen. Da fehlen, ja, ungefähr 5000 Erfahrungen müssten wir dafür noch sammeln. Das wird ein bisschen zu viel. Ich meine, wir müssten dafür 100 Morads oder 100 Scavenger umbringen. Und so viele gibt es hier gar nicht mehr. Glaube ich. Und auf so viel habe ich auch gar nicht mehr Lust. Ich möchte jetzt eigentlich hier den Wald mal fertig machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Hier ist irgendwie nicht so wirklich was an Tieren. Ah, das sind die Blutfliegen, die wir von der anderen Seite gesehen haben. Ja gut. Die können wir noch erledigen. Kommt her. Gebt mir eure XP. Wenn man überlegt, dass am Anfang selbst solche Blutfliegen viel zu stark sind, dass man sie erledigen kann. Das ist schon cool. So, war das alles? Waren das wirklich nur 4? Nee. War noch 5. Habe ich schon alle 5 ausgenommen? Nee, ich wollte schon sagen, ich habe nur 4 ausgenommen. Was sehen meine Augen denn da? Das da hinten sind keine Wölfe. Das sind Orkhunde. Ich habe keine Ahnung mehr, wie stark die sind und ob wir gegen die ankommen können. Deswegen möchte ich das jetzt einfach mal ausprobieren. Ist natürlich die Frage, was Orkhunde hier so weit vom Orkgebiet entfernt treiben. Aber wer weiß. So. Ich eröffne einfach mal mit einem Feuerball. Könnte ungefähr das Niveau eines Lurkers sein. Oh. Ich glaube, ich mache aber tatsächlich nicht besonders viel Schaden. Oh ja. Oh ja. Die könnten uns gefährlich werden. Ich hätte mich vorher vielleicht nochmal heilen sollen. Wobei, die greifen nicht an. Die umkreisen mich nur. Das hätte ich nicht sagen sollen. Oha, die machen aber ordentlich Schaden. Komm, die kriege ich aber platt. Das ist jetzt eine ganz andere Herausforderung nach den ganzen Scavengern. Ich habe keinen Mana mehr, sonst würde ich jetzt irgendwie einen Feuerpfeil da ranschießen. Nein, 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 nein. Nein, nein, aus, böser Hund. Mach Sitz, Platz. Spiel tot. Mach Rolle. Na komm. Jetzt muss ich wahrscheinlich auf... Verdammt! Ja. Das lief nicht so gut. Vielleicht sollte ich da noch ein bisschen stärker werden. Nun gut, dann würde ich sagen, lassen wir die Orkunde erstmal Orkunde sein und gehen hier weg von diesen komischen, verbackten Vögeln, die sehr seltsam klingen. Geht's denn da noch weit runter? Gut, das ist alles da unten Gebiet, wo ich jetzt sowieso noch nicht so wirklich hin möchte. Deswegen lassen wir die Orkunde wirklich erstmal in Ruhe.
und schauen uns den Rest hier an. Ich meine, wir kommen jetzt hier nach links in das Gebiet, in dem wir Nyras getroffen haben, wo wir damals den Fokusstein gesammelt haben für Iberion. Und ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas an Viechern übrig ist, aber das gucken wir uns einfach mal an. Also da auf der rechten Seite von dieser Schlucht auf jeden Fall nicht. Denn, oh oh, wow, ich habe sogar ohne Schaden überstanden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre ein wenig zu hoch. Aber gut. Also da auf der rechten Seite sollten wir eigentlich alles erledigt haben. Aber hier gibt es tatsächlich noch ein paar Wölfe. Das ist ziemlich gut. Die sind mir auch gerade wesentlich lieber als solche Orkhunde. Ja, wobei wir werden wahrscheinlich früher oder später gegen Orkhunde kämpfen müssen noch. Deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen stärker werden, indem wir andere, kleinere, schwächere Tiere erledigen. Was haben wir denn hier alles? Nicht, dass gleich hier noch ein Schattenläufer ist. Ich glaube eigentlich nicht, dass hier einer noch lauert. Aber wir können mal hier einen Blick entlang werfen. Also nicht, dass ich da lang gehen möchte. Wir sehen, da hinten ist eine Turmruine. Ja, da unten ist ein Schiffswrack. Aber vor beiden Orten möchte ich mich erstmal noch fernhalten. Wir können mal gucken, was hier unten lauert. Also den Turm da oben möchte ich jetzt wirklich noch nicht betreten. Aber hier schauen wir uns einmal an. Den Strand. Ich speichere lieber vorsichtshalber nochmal. So. Ich sehe sie gerade. Da hinten sieht man sie. Tja, das sind Varane. Aber sie haben einen Kamm. Wenn wir uns mal das aus der Ferne angucken, sind das Feuerwarane. Und diese Viecher sind echt böse. Also im Nahkampf hat man nicht so viele Chancen gegen die, weil die einen Feueratem haben. Ich kann das mal demonstrieren, wie schnell ich draufgehe gegen die. Und im Nahkampf setzen die den halt schnell ein. Und vor allem sind halt, genau, sind aggressiv, sie sind extrem schnell und er kommt an, ich bin einfach sofort tot. Ich weiß nicht, wie viel Lebensenergie. Ja doch, ich hatte fast volle Lebensenergie. Ich möchte das nochmal demonstrieren, auch wie schnell die sind. Lalalalalalalala. Moment, es gibt doch eine Taste. Das muss ich mal eben schauen. Es gibt eine Taste, mit der ich das sehen kann, was hinter mir ist. Ich weiß aber diese Taste nicht auswendig. Das steht hier aber auch nicht drin. Na toll. Also ich habe das definitiv in einem Let's Play gesehen von der Madame Bernstein, dass sie das hinter sich gesehen hat, aber irgendwie kenne ich diese Taste nicht. Na komm, na komm. Das Problem ist, da hinten am Strand sind noch mehr von den Viechern. Man muss aber sehr nah an die rangehen, dass sie aggressiv werden. Und los geht's. Ah, ja gut, man sieht es jetzt halt nicht. Aber ich kann ein bisschen rauszoomen. Na, ja, das bringt alles irgendwie nicht so wirklich viel. Aber man sieht, ich komme auch nicht so wirklich von denen weg. Na, wobei, anscheinend schon. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Komm. Ich habe nicht mal die Chance, den Feuerball zu zaubern, weil ich einfach sofort draufgehe. Oh Mann. Ja, wie gesagt, ich glaube, diesen Strand, den heben wir uns mal für später auf. Gegen die Orkhunde wären wir ja irgendwie noch angekommen, hätte ich mich da jetzt wirklich nochmal rangesetzt. Aber die Feuerwarane, das könnt ihr vergessen. So wie wir momentan ausgerüstet sind, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Aber nun gut, irgendwann werden wir auch dafür stark genug sein. Und das ist ja das Schöne an Gothic, dass man wirklich diese Entwicklung hat. Und jetzt wird es gerade laut hier bei uns im Flur. Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht. Aber da kann ich leider nichts gegen tun. Ich glaube, jetzt ist es auch schon wieder ruhig. Naja, passiert. So, ich hoffe, wir haben hier hinten noch irgendwas Interessantes. Okay, es ist doch wieder laut. Na super. Aber ich will die Aufnahme eigentlich jetzt noch nicht abbrechen. Na gut. Hier hinten scheint aber auch nichts weiter zu sein. Schade eigentlich. Also nicht mal irgendwelche Pflanzen zum Aufsammeln sind hier. Hier ist einfach nichts. Ein paar Bäume. Und dann ist hier die Küste. Hm.
Tja, und da vorne ist dann schon das Sektenlager und der Sumpf. Ich meine, das sieht man auch sehr schön hier unten im Wasser. Genau, da vorne ist schon wieder Land. Und hier ist das Wasser auch irgendwie ein bisschen dunkler, der Boden. Also nicht das Wasser, sondern der Boden ist etwas dunkler als hier drüben. Ist eigentlich wirklich gar nicht so weit voneinander entfernt, aber ich glaube, man kann nicht drüber schwimmen. Vom Strand und vom Schiffswrack rüber zum Sumpflager, weil die Barriere vorher in den Weg kommt. Ich meine, die ist auf der Karte zwar auch eingezeichnet und auf der Karte sieht das so aus, als wäre sie noch ein Stückchen weiter, aber die kommt hier bald. Moment. Meine ich zumindest, dass man da nicht rüberlaufen könnte. Genau, wir gehen jetzt erstmal schwimmen. Boah, was für ein trübes Wasser. So kann ich schwimmen. Wunderbar. Ja, tatsächlich scheint die Barriere aber hier echt noch nicht zu kommen. Cool. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach diese Abkürzung zum Sumpflager. Oh, sehr schön. Ich meine, wenn wir uns. Okay, wir gucken uns auch erstmal im Wasser die Karte an. Ich meine, die ist ja wasserdicht. Passt schon. Ich glaube, vom Wald haben wir jetzt auch den größten Teil angeguckt. Wir haben jetzt da den südlichen Teil des östlichen Waldes noch, wo der Schattenläufer war. Da waren ja noch ein paar Wölfe und Blutfliegen und so. Aber im Grunde haben wir uns den Großteil davon auch schon angeguckt, als wir zu Nyras gelaufen sind und drumherum zum Sumpflager und so. Als wir wie hieß denn der Typ? Der uns vom alten Lager damals ins Sumpflager gebracht hat. Ich weiß es nicht mehr. Irgendein Bal war das halt. Ja. Deswegen den Rest gucken wir uns später an. Ich meine, das war jetzt auch erstmal genug Jagd. Wir wollen auch in der Story ein bisschen weiterkommen. Vor allem wollen wir hier hochkommen. Dankeschön. Deswegen gehen wir jetzt einfach ins Sumpflager. Ich dachte eigentlich, dass man hier vorne tatsächlich schon in die Barriere reinrennt. Faszinierend. Nun gut. So, was muss ich überhaupt machen? Genau, Sekret der Minecrawler. Askan. Bla bla bla. Achso, nee, Moment, andersrum. Ich soll die Eier zu Korkalom bringen. Dann machen wir das so einfach mal. Und gucken uns an, ob damit die große Anrufung des Schläfers stattfinden kann. Und ob der Schläfer uns einen Weg weisen kann, wie wir hier rauskommen. Ja, dann müssen wir erstmal da hinkommen. Da können wir uns unterwegs auch nochmal unsere tägliche Ration Sumpfgras abholen. Ich meine, wir sind zwar jetzt offiziell, wir waren vorher schon offiziell nicht Teil dieses Lagers, aber wir sind jetzt sogar offiziell Feuermagier. Aber wir kriegen trotzdem unser Gratis-Gras. Ich meine, wir sind ja auch irgendwo spirituell, weil wir sind ja Priester von Innos. Zwar nicht vom Schläfer, aber egal. Halt von einem alten Gott. Was soll's. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. Drei schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Ja, kein Stress. Werde ich schon nicht machen. So, vor der Leiter speichere ich nochmal. Wobei, mit dieser Leiter hatte ich, glaube ich, nie Probleme. Aber irgendwie, ich traue Leitern in diesem Spiel nicht so richtig. Wir haben ja in der alten Mine gesehen, was passieren kann. Dass man dann einfach oben halt nicht rüberkommt und dann fällt man runter und ist tot. Toll. Lass uns lieber über was anderes reden. Ja, oder man lässt einfach die Maustaste los. Das möchte ich nochmal laden. Das war natürlich ein bisschen dämlich von mir jetzt. Ah. Du dämlich, genau. Das ist eine Mischung aus doof und dämlich. Das Do ist einfach so nur da dran geklatscht. Und das passiert, wenn man zwei Worte sagen möchte, aber irgendwie sich für keins wirklich entscheiden kann. So, Korgalom. Was willst du? Ich habe. Oh, Moment, wir können noch Crawlerzangen Wir geben. sehen uns. Möge der Ja. Wie viele haben wir denn davon? 34. Okay, ich möchte einmal hier an die Kiste ran. Ich hoffe, das nimmt ihr mir jetzt nicht übel, denn ich habe dir sowieso schon mal irgendwann geknackt. Da war ja das Rezept für die Heiltränke drin. Denn wir können die Crawler immer in 10er-Schritten geben, aber wenn wir halt 34 dabei haben, geben wir ihm auch die kompletten 34. Wir können aber halt immer, wenn wir 10 haben, die abgeben. Das heißt, wenn ich die hier rein tue und dann immer raushole, können wir uns die Belohnung mehrfach abholen. Glaube ich Was zumindest, willst dass du? das so war. Ich habe Crawler-Tank für dich. Genau. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Sehr schön. Na nun, jetzt kann ich ihm keine mehr anbieten.
Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Moment. Was willst du? Jetzt kann ich ihm keine mehr anbieten. Wir sehen uns. Okay. Möge der Na gut. Vielleicht liegt das daran, dass ich jetzt auf dem mit einer bestimmten Version von Gothic spiele, wo das irgendwie gefixt wurde. Dann kann ich aber die restlichen... Wobei vielleicht liegt das daran, dass ich keine Crawler-Zangen mehr im Inventar habe. Moment. Das möchte ich nochmal ausprobieren. Ansonsten können wir die ja auch nehmen und dann irgendwo verkaufen. Was willst du? Das ist ja auch nicht so das Problem. Tatsächlich, jetzt kann ich sie wieder anbieten. Ich habe Crawler-Zangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Mache ich. Dankeschön. Wir sehen uns. So, ich glaube, das sind einfach nur Heiltränke. Können wir mal gucken. 16, 27, 1 haben wir hier und da 5, 6, 11. 16, 27, 11. Kann ich mir nicht merken. 16, 27, 1, 6, nee, 5, 5, 6, 11. Okay. Ja, komm, dann nehmen wir direkt alle mit. Ich meine, 4 könnte ich zwar noch verkaufen, aber pff, ist mir jetzt zu nervig, da nochmal in die Kiste ranzugehen. Ich meine, wir haben ja genug Erz. Ich habe... So, 16, 27, 11. Ja. 16, 27, 1, 5, 6, 14. Okay, wir haben 3 Elixiere magischer Energie bekommen. Finde ich jetzt ziemlich gut, so als Magier. Mana-Bonus 70, so viel Mana haben wir bei weitem noch nicht. Wir sind jetzt bei 27 und ich glaube, davon kommt auch was von einem Amulett, das ich ausgerüstet habe. Oder einem Ring. Nee, tatsächlich, das ist alles das Mana, was wir haben. Ja gut. Ist okay. Was willst du? So, dann machen wir jetzt endlich mal mit der Story weiter und geben ihm die Eier der Crawler-Königin. Ich habe Eier einer Crawler-Königin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig. Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? Korkalom ist ziemlich geizig. So, was haben wir denn hier? Mana-Trank, Erz, Heilmittel, eine Waffe und eine Rune. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was das alles ist. Ich glaube, der Mana-Trank ist ein Trank, der uns permanent mehr Mana gibt. Ich hätte speichern sollen. Ach, verdammt. Also ich glaube, der Mana-Trank ist ein Trank, der uns permanent mehr Mana gibt. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Rune ist, die wir da kriegen. Ich nehme erstmal den Mana-Trank. Das ist vermutlich das, was ich sowieso nehmen möchte. Mana. Möge dieser Trank die magische Energie in dir stärken. Dankeschön. So. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich Ja. Gucken wir uns mal die Tränke an. Jawohl, Essenz des Geistes. Bonus für maximales Mana 5. Den trinken wir natürlich sofort. Denn mehr Mana heißt mehr Mana heißt mehr Mana und so, ne? Und dann möchte ich das einmal speichern. Denn ich möchte einmal sehen, was das andere Zeug ist, was wir so von ihm kriegen können. Ich glaube zwar nicht, dass da irgendwas Schönes dabei ist, was ich jetzt wirklich nützlich finde. Also beispielsweise das Erz brauche ich nicht. Und ein Heilmittel brauche ich auch nicht. Was willst du? Das ist irgendwie nicht das, was ich haben möchte. Aber ich möchte mal, mich interessiert jetzt, wie viel das ist. Wie viel Erz? 100 Erz. Vergiss es. Vergiss es, wenn ich dafür 5 mehr Mana haben kann. Wir sehen uns. Nö. Ich glaube, den Heilmittel brauche ich mir auch gar nicht erst angucken. Aber die Waffe und die Rune wüsste ich gerne. Ob da irgendwas Schönes bei ist. Was willst du? So, erstmal die Waffe. Eine Waffe. Möge diese Waffe deine Feinde niederstrecken. Ich hätte vielleicht vorher vielleicht mal schauen sollen, was wir da hatten. Es ist auf jeden Fall nichts Besseres als das Schwert, das wir sowieso schon haben. Ich glaube, es war ein Steinbrecher, oder? Nö, das finde ich doof. Und die Rune interessiert mich jetzt auch noch. Ja, ich weiß, das ist für euch vielleicht nicht so spannend, aber mich interessiert das. So. Eine Rune. Möge diese Rune hier deinen Weg erleuchten. Im Ernst?
Ist das jetzt eine Lichtrune? Wir sehen uns. Oh, im Ernst, das ist eine Lichtrune. Gut, die hat einen Wert von 300, aber ich denke, ich bin mit dem Trank der Mana permanent erhöht durchaus zufrieden. Ich glaube, damit bei der Belohnung bleibe ich jetzt. Und dann machen wir mal die Story richtig weiter hier. Ich kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen. Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Coristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Thalas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen, aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht, aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Ach, natürlich müssen wir mal wieder den Tag retten. Was ist für mich drin? Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Du wirst angemessen entlohnt werden. Ist klar. Wo finde ich Thalas? Er versucht, auf dem Vorplatz des Tempelbergs Leute zu finden, die ihm helfen. Wer hat den Almanach gestohlen? Thalas hat berichtet, dass er von schwarzen Goblins überfallen wurde. Merkwürdig, aber nicht unmöglich. Naja, mit schwarzen Goblins kommen wir bisher ganz gut zurecht. Deswegen... Wir sehen uns. Falls es wirklich schwarze Goblins waren, dann kommen wir damit ganz gut klar. Dann ist das kein großes Problem, hoffe ich zumindest. Ich weiß natürlich schon, was uns erwartet, aber na, egal. So, bevor wir aber mit Thalas reden, möchte ich erstmal einen der Baals hier aufsuchen, denn das Sektenlager hat ja auch Magie. Und ich möchte mir einfach mal anschauen, was es hier so für Runen gibt. Ich glaube, die haben die Windfaust und Schlaf und so, aber genaues weiß ich nicht. Deswegen schauen wir uns das Angebot doch einfach mal an. Und zwar müssen wir gleich mit dem hier reden, Baal Kadar. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Was haben wir denn da? Die Blutfliegen kennen wir bereits. Vielleicht sollte ich mal ein paar Tränke der Geschwindigkeit holen. Aber 100 Erz pro Trank für eine Minute sprinten? Was haben wir denn hier noch? Ich habe momentan Stärkeringe angerüstet, glaube ich. Ja, die müssten mir mal plus 5 auf Stärke geben. Gucken wir uns mal den Rest hier an. Ring der Erz hat Schutz zu Waffen 10. Ist nicht mal, gar nicht mal so schlecht. Das könnte uns gegen die Orkhunde helfen. Schutz vor Magie 1. Schutz vor Pfeilen. Vor Feuer. Ach, das war's. Schade. Kein Ring, der mich jetzt so besonders interessieren würde. So, was haben wir denn hier? Genau. Windfaust. Der zweite Kreis. Mana kostet maximal 3. Und Wirbelschaden pro Mana 10. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Das heißt, wir machen maximal 30 Schaden damit. Das ist so viel wie unser Feuerpfeil. Und wir brauchen dreimal so viel Mana dafür. Licht haben wir, Heilung haben wir. Nochmal Windfaust. Ha, egal. Wir kaufen jetzt einfach. Ist irgendwie seltsam, dass das dann ein Zauber des zweiten Kreises ist. Aber naja. So. Ich sehe, wir haben jetzt nur einen Steinbrecher. Das heißt, die Waffe, die wir von Korkalom bekommen haben, war tatsächlich noch ein weiterer Steinbrecher. Was geben wir dir denn? Wir haben immer noch 4 Minecrawler-Eier übrig. Cool. Ach, ich bin so unentschlossen. Ich glaube, ich gebe ihm einfach die Waffen. Was soll's. Es hat ja auch keinen Sinn, die ganze Zeit mit mir herumzutragen. Ja, die Bolzen, die Pfeile behalte ich erstmal. Die sind so gut wie Erz. Das heißt, damit kann man dann gut ausgleichen. Wenn irgendwie ein bisschen was noch fehlt. So, Schutz vor Feuer, das behalte ich auch erstmal. Tränke, Schriften. Geben wir ihm doch mal hier was von den Jagdbeuten. Krallen kannst du haben. Lurker klauen. So, dann brauchen wir noch 7. Dann gebe ich ihm dann einfach ein paar Pfeile. Oh, nein, das war zu viel.
So. Nein, 510. Ach, ich habe ihm erst gesehen auch noch Bolzen mitgegeben. Ja, okay. So, so ist gut. 500 für 500. Ich finde, das klingt nach einem Deal. Und dann haben wir jetzt einen Zauber, der wahrscheinlich wieder vollkommen nutzlos ist, aber egal. So. Und Fauststufe mit auf 6. Langsam, langsam, du hast gewonnen. Keine Zauber. Ja, ich möchte es nur mal ausprobieren hier. Langsam, langsam, keine Magie. Wow. Wow, das war jetzt irgendwie nicht besonders effizient. Oh, wie sie alle ankommen von da oben, die Templer. Ja, ich hab nicht genug Mana. Wie sie sich alle hinlegen. Ach, das ist schön. Das gefällt mir. Und du bist tot. Boah, jetzt nehmen sie ja mal ganzes Erz weg. Ach ja. Das ist doch ein schönes Bild, um diese Folge zu beenden, würde ich sagen. Ich habe ja gerade gespeichert. Ich glaube, ich muss jetzt hier noch ein bisschen liegen bleiben. Herrlich. Okay. Ach, ich stehe auf, okay. Na, was? Oh, ich wollte schon sagen, greift der mich jetzt schon wieder an? Jetzt trainieren die einfach hier unten weiter, oder wie? Hör, die sind ja lustig. Wenn du Immerhin, wir haben einen bezwungen. Na gut, ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn die Hälfte davon erstmal nur sinnlos im Wald rumrennen und Viecher niedermetzeln war. Aber ich finde, das Ende hat es jetzt gerechtfertigt. Mehr oder weniger. Naja. Auf jeden Fall, macht's gut und bis zum nächsten Mal.